Die Hansetour Sonnenschein geht in diesem Jahr in die 25. Runde. Am 30. August wurde in der Ostseesparkasse Rostock über den Routenplan, die Spendenziele und das diesjährige Hygienekonzept informiert. Organisator der Veranstaltung ist der Oberbürgermeister Rostocks, Klaus Ruhe Madsen. Madsen ist seit langem selbst jedes Jahr Teilnehmer der Tour und unterstützt die Ziele der Veranstaltung. Der Antrieb ist die Menschen, die dort draußen schwere Schicksale erleben mit ihren Kindern, mit ihren Familien. Und wenn man das einmal miterlebt hat, mal mit einer solchen Familie zu reden, das ist der Antrieb. Und natürlich die begeisterten Menschen, die mitmachen, die für dieses tolle Projekt da sind, viel Arbeit da reinstecken, ehrenamtlich, aber auch unterwegs in den Städten für uns Geld einsammeln. Und ich mache das schon seit einigen Jahren und bin sehr gerne dabei und ja, dieses Jahr selbstverständlich auch. Die Jubiläumstour findet vom 1. bis zum 4. September statt. 150 Radfahrer und Radfahrerinnen werden dabei über 600 Kilometer zurücklegen, um Spenden für die Unterstützung krebs- oder chronisch kranker Kinder und deren Familien zu sammeln. Bei der diesjährigen Tour gibt es einige Neuerungen. Es ist das 25. Jahr. Wir haben ja jedes Jahr über 100.000 Euro gesammelt. Seit einigen Jahren bin ich ja jetzt auch Mitorganisator. Und ja, wir haben uns einfach vorgenommen, dieses Jahr mit 25 kleine zusätzliche Projekte auch was zu unterstützen, was wir sonst nicht machen. Also ganz kleine Projekte, wo man sich noch bewerben kann. Es geht dann einfach um Kinder mit einem schweren Schicksal, wo wir dann gerne bereit sind zu helfen. Die gesamten Spenden werden zur Finanzierung von Projekten für betroffene Kinder und deren Angehörige verwendet. Ein Großteil der Beiträge wird in diesem Jahr für das Projekt Mike Möwenherz verwendet. Diese Initiative der Unimedizin Rostock unterstützt eine schmerzlindernde, ambulante Versorgung von Kindern, die nicht geheilt werden können. Auch die Kinderklinik der Unimedizin Rostock erhält einen Anteil. Durch die restlichen Spenden werden 25 kleine regionale Projekte für betroffene Kinder finanziert.